Und willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2 auf dem NES. Ich war bis 2016 mit mir, Waldemar. Weiter geht's mit Toad in 7.1. Wie, es hat nur zwei Level? Ja, das ist die letzte Welt. Aber es ist noch dieses eine Video. Oh. Nein. Das war ein Fehler meinerseits. Ich wollte hier eigentlich keinen Save-State setzen. Das mache ich immer nur nach Levelende. Nachdem, wir können hier mit dem Vogel abkürzen, nach links rüber. Aber was tun wir nicht? Den State habt ihr jetzt eben einfach mal nicht gesehen, okay? Einfach nicht gesehen. Kein Pilz. Wo war der? Gut. Gehen wir halt hier rein. Der hätte hier sein sollen, ne? Ja. So eine Schande. So ein Mist. Wir müssen also wohl tatsächlich mit den Vögeln hier reiten. Na gut. Vogel? Vogel! Es wird gerade ein bisschen laggy. Durch 5 Scheigeist. Ja, ja. Oh Gott. Oh, yeah. Vogel? Da ist er wieder. Sprite Limits, yay. Wir warten, während wir den Vogel fliegen. Dam da dam. Springen! Springen! Warten, springen. Und rüber. In die Rakete. So, jetzt wollen wir schauen, dass wir hier möglichst heil durchkommen. So nicht. So, hier spawnen nämlich Shy Guys und ich will euch nicht hier... Ach, na egal. Geht schon. Naja, das ist das Problem, wenn der Kollege hier ist. Aber so geht's. Oh, verdammt. Ich hasse diese Stelle. Wer hat das bitte sich ausgedacht? Okay, gut. Ach, Ninja weg. Oh, ich hab's geahnt. Das passiert immer. Immer wieder mal. Man könnte natürlich nur mit Luigi oder der Prinzessin direkt hier über die Säule an die Leiter ran, aber... Ja. Wieso denn? Wäre ja zu leicht. Ah. Oh, wieso spring ich da hoch? Komm schon! Come on, move your ass! Ah! Ich hasse Sniffit. Über alles. Oh Gott. Das ist doch nicht dein Ernst. Ein Stern wäre jetzt richtig gut. Also es wird mit dem Scheigers ein bisschen laufen. Warum auch nicht? Gehe ich hier lang. Wow, Gott, dieses Lowdown. Ach Gott, jetzt ist der wieder hier. Ich hasse ihn. Ich hasse euch. Mistlevel. So. Du stirbst mit ihm. Durch ihn. Dich nehme ich mit.
Oh Gott. Egal. Hauptsache, wir sind durch diesen Bildschirm durch. Hier ist hier wieder ein Checkpoint. Gott sei Dank. Ah, oh Gott. Cool. Das lief gut. Warten. Ich trau's dir nicht. Ich trau dem nicht. Nie. Wie der Ritter von nie sagen würde. Ne? Nie. Nie. So. Nur noch Feuer, Birdo. Prickle Monster Murder Kill. Hey, nur ein Up. Kann ich brauchen. So, die Prinzessin ist dran. In der letzten Level. Au. Oh, das war nicht fair. Ab ins Castle. Na? Hier ist sie wirklich sehr gut zu gebrauchen. Und so können wir auch ein bisschen abkürzen, beziehungsweise einen kürzeren Weg laufen. Im Vergleich zu einem langen Weg, den wir sonst laufen würden. Es ist keine wirklich viel Abkürzung im Spiel, aber... Oh Gott. Das war jetzt aber haarscharf. Sehr knapp war das. Au. Egal. Egal. Was soll's. Ist doch egal, ne? Wollen wir hier rein? Ah ja. Links die Bombe, rechts die Potion, oder? Umgekehrt. Auch gut. Den Pilz nehmen wir mit. Die Münze ist unnötig, da wir doch die Level keins anderes mehr haben. Ist das letzte Level. Ne? Nicht das letzte, sondern das letzte Level. Oh ja. Dudeldum, dudeldum. Man könnte natürlich jetzt hier die ganzen Kirschen ansammeln, macht aber keinen Sinn da oben. Ohnehin nur diese lange, lange Kette ist und dann eine Tür. Und hier ist nur so ein paar dieser Kuschen. Ich weiß nicht, wie die Teile heißen. Shiny Spiny? Ich weiß nicht. Das ist nur, dass wir hier hoch wollen. Na? Und zwar mit einem großen Sprung, der sonst nämlich nicht machbar ist. Fühlt ihr euch irgendwie an Donkey Kong erinnert? Oh Gott, nein! Oh Gott. Gut. Schön sauber vorbei. Ja, Mensch. Lauf ein Stück vorbei, Birdo. Da müssen wir dich nicht extra töten. Arsch. So ein Arsch. Ja, was haben wir denn hier? Eine Schlüsseltür. Hollala. Der Schlüssel dafür ist hier drin. Ach ja. Bewacht von Birdo. Das ist der letzte Birdo-Kampf, den wir in diesem Spiel bestreiten werden. Der schlug zum Glück nur vor Eier, aber ich werde trotzdem noch umgebracht. Mein Gott. Da, da. Ah. Okay, ich schlug doch Feuer. Das habe ich mir so ganz im Gedächtnis drin. Komm schon. Ah, daneben. Noch eins. Ah, komm, durch die Tür. So
Zum Glück kann man mit dem Schlüssel auch diese komischen Dinger kaputt machen. So, die Pilze hier brauchen wir gleich. Denn der Kopf wird uns angreifen, sobald wir den Orb hochheben. Das ist ein Orb, ne? Was sonst? Ah ja, das war super. Shit. Das war nicht so gedacht. Da sieht er. Und wir sind beim Endboss angekommen. Wer ist das? Es ist Ward. Die werden manche von euch vielleicht noch aus Super... Nee, nicht aus Super Mario Bros. Das wäre jetzt doof. Manche von euch werden ihn noch aus Link's Awakening kennen, auf dem Game Boy. Der Frosch braucht, ich glaube, 6 Treffer mit dem Gemüse direkt in die Schnauze. Geht am besten, wenn er eben die Klappe aufmacht und diese komischen Blasen oder Wasserkugeln, was auch immer das sein soll, spuckt. Oh Gott. Ich stelle mich hier ein bisschen an. Ah. Ah. Einmal so hier sein, dann werfen. Das geht meistens ganz gut. Das Schöne ist auch, wenn ihr ihn trifft, kommen keine weiteren Blasen, also ist da keine Gefahr mehr in dem Moment. Seht ihr? Ganz simpel. Oh Gott! Ja, so viel zu ganz simpel. Es kann passieren. Sollte aber natürlich nicht passieren. Das ging daneben, hätte er betreffen sollen. Am besten bleibt er bei der Schiene hier immer so ein bisschen in der Nähe oder Mitte. Denn man kann sich nie sicher sein, in welche Richtung die Dinger fliegen oder fallen. Also diese Gemüseköpfe. Das kann man nie genau wissen. Oh. Das ging jetzt mal voll daneben. Au. Ist eigentlich schon fast das kleine Peach besser. Trotzdem keine Möglichkeit hier. Au. Verdammt. Das hätte ich nur eben wirklich treffen müssen. Gut. Nächster. Ah. Uhuhuhuhu. Warten. Vorsichtig sein, ne? Den hat er geblockt. Die Kröte. Oh shit. Ist ja wieder so ein Problem. Nicht mehr treffen lassen. Nicht treffen lassen, Prinzessin. Oh, du Bastard. Gut, dass wir doch so ein paar extra Leben übrig haben, wa? Das können wir daneben. Ja. So wird das schon mal nichts. Wir direkt neben mir stehen. Ja. Komm schon. Das Gemüse nicht aufheben. Autschi. Okay. Einmal haben wir ihn. Ach Gott. Aufpassen. Mut zum Risiko. Ist ja manchmal etwas zu viel Mut. Ganz deutlich. Ich gebe eine sehr traurige Vorstellung ab. So. Schauen wir mal, dass wir es hinkriegen, bevor er sein Zeug da rausspuckt.
Manchmal denke ich, der macht das mit Absicht. Shit. Komm schon. Ich will nicht schon wieder drauf gehen. Ein oder zwei Treffer vielleicht noch. Ich glaube, eigentlich jetzt sollten wir ihn haben, oder? Haben wir ihn? Nein. Was ist das? Wir haben ihn. Der Frosch ist tot. Juhu. Und raus geht's. Hä? Ein Korken. Sauberer Abschluss. Alle haben zusammengearbeitet. Jeder hat 5 Level geschafft. Ist das nicht schön? Contributor Percent, baby. Wir haben die böse, böse Welt von dem bösen, bösen Wort gerettet. Wunderschön. Es war nur ein Traum. Jetzt bin ich aber überrascht. Nee, bin ich eigentlich nicht. Jeder kennt Mario Bros. 2, also... Ja. Dass Mario das Ganze nur träumt, ist halt der ganze Ende der Story. Nebenbei ist eine sehr gute Animation. Wenn man den schleichenden Mario sieht, der schleicht ja garantiert. Jedenfalls war das Ende von Mario Bros. 2 auf dem NES. Hier wieder Retro 2016 im Jahre 2016 mit mir, Waldemar, auf diesem Kanal, der genauso heißt wie ich. Wow. Man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, hey, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, machst du was zu Weihnachten oder Silvester? Die Antwort darauf kann man sich vielleicht sogar schon selber geben, aber man wird ja sehen, was noch kommt. Es wird auch zu einem anderen Projekt noch ein, zwei paar Videos geben dieses Jahr. Und ja, da ich über die Weihnachtszeit nicht hier bin, zumindest nicht in der Gegend, sage ich schon mal vorab, falls ich es bekommen sollte, was ja vielleicht nicht unbedingt der Fall sein muss, sehen wir uns dann einfach mal in 2017 wieder. Wenn halt nichts mehr kommt. Ansonsten sehen wir uns danach in 2017 wieder. Auf Eifel sehen wir uns 2017 wieder, ne?